Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Infected. Wir sind wieder da und wir haben in der letzten Folge, ja, dieses kleine Hütchen hier gebaut. Und natürlich, es ist morgen, ein neuer Tag bricht an und es pisst einfach wieder. Toll, fantastisch. Ich bin fast ein bisschen froh darüber, dass endlich wieder Tag ist und es jetzt einfach regnet. Ich habe mich so gefreut, dass endlich wieder Tag ist. Es ist toll. Fantastisch. Okay, aber heulen wir nicht rum. Erfreuen wir uns lieber. Es ist einfach direkt wieder Gewitter. Schön. Wir bauen uns jetzt ein Bett. Beziehungsweise vielleicht nicht nur ein Bett. Ich mach mal ganz kurz die Tür nochmal zu. Vielleicht nicht nur ein Bett, sondern... Sollten wir uns vielleicht auch eine Holzdecke bauen? Damit es hier oben zu ist. Ich meine, das würde bedeuten, wir müssten leider nochmal ein bisschen Holz sammeln. Aber egal. Warte mal, wie rum muss ich denn das jetzt bauen, dass das richtig rum ist? Wie drehe ich das nochmal? So. Ich glaube, so müssen wir das hier hinbauen, ne? So, und dann drehen wir das wieder. Zack, dass es hier die gleiche Richtung hat. Ja, wir müssen leider nochmal ran. Bleibt mir das gut. Okay, hier sind manchmal echt weirde Geräusche. Hier hört sich immer so an, als würde hier irgendwo jemand laufen, aber... Ich glaube, dem ist nicht so. Müssen auf jeden Fall ein bisschen gucken. Ich glaube, die Wildsau, die eiert hier auch noch irgendwo rum. Aber lassen wir die einfach mal rumeiern. Und sammeln uns noch ein paar Bretter. Ich weiß, das ist am Anfang immer etwas zäh. Und natürlich, ich würde auch viel lieber gleich rein in die Action. Aber ich meine, jemand, der hier einschaltet, und ich meine, das ist ein Survival-Game, der wird natürlich sofort wissen, worauf er sich hier eingelassen hat. Und da brauchen die Dinge halt einfach nur mal ein bisschen länger. Ich hoffe, das ist okay. Kann man ja eigentlich vom Blitz getroffen werden? Ich hoffe nicht, dass das möglich ist. Können wir da irgendwie... Warte. Geil. Perfekt. Bretter machen wir gleich. Wir brauchen noch mehr Holzscheite. So. Gescheite Holzscheite. So, warte. Kurz weiter hier Bretter machen und dann können wir das hier wieder hinzufügen. Zack. Wunderbar. Und den nächsten Baum. Wir holzen hier einfach den kompletten Wald weg. I don't fucking care. Weg mit dem Wald. Wie gesagt, Bäume kann eh keiner leiden. Die können auch weg. Warte. Waren das ungefähr hier, glaube ich, ne? Ja, perfekt. Okay, weiter. Kurz Bretterproduktion noch ein bisschen appen. Und dann nehmen wir den Stuff hier mit. Und fertig. Und warte. Und fertig. 2 von 4. Wir brauchen noch weitere Scheite. Aber wir nehmen erstmal die hier. Dann haben wir die Bretter schon mal drinne. So, zack, fertig. Und 2 von 4. Das heißt, einmal noch Bretter produzieren. Restliche Scheite drauf. Dach ist da. Wunderbar. Und dann sind wir wenigstens schon mal von oben geschützt. Wir haben eine kleine Bastion, wo wir reinflüchten können, sofern wir denn von irgendjemandem angegriffen werden. Das ist jetzt natürlich erstmal nicht schön. Warte mal, wie komme ich denn... So. Da haben wir noch keine Scheite, genau. Brauchen wir noch mehr. Gescheite Scheite. So. Unsere Axt ist leider auch gleich im Eimer. Aber die können wir kompensieren. So, rein damit. Und zack. Haben wir jetzt irgendeinen Holzscheit hier gerade verloren? So, die Bretter. Rein damit. Wunderbar. Und dann nochmal ein paar Holzscheite. Ich würde gerne einen kleinen Baum nehmen. Wir brauchen jetzt keinen großen nochmal anfangen. Wobei, wir brauchen sie eh, ne? Weil wir uns ein Bett machen. Jetzt fängt er wieder an zu gähnen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir haben halt leider kein Bett. Es tut mir leid. So. Yippie-ayo. Es ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass wir ausgerechnet jetzt gleich ein Bett haben. Ach, da oben liegt das andere Ding. Na toll.
Das ist hochgeflogen, scheiße. Ah, na egal. Scheiß drauf. So. Zu ist der Lachs. Wunderbar. Dann können wir aber noch die anderen Scheite holen und legen die zum Sägen für das Bett hier auf die Säge. Hier einmal, zack. Einmal hier neben dran geschmissen. Fantastisch. Und weiter geht's. Dann können wir uns gleich ein Bettchen machen und dann können wir eine Runde schlafen, glaube ich, weil ich... Oh, da ist das Huhn. Oder was auch immer da rumrennt, keine Ahnung. Ist das ein Huhn? Können wir das? Ich meine, wir brauchen halt was zu essen, ne? Gut, aber nicht jetzt sofort. Wir müssen da jetzt nicht sofort das Hühnchen, müssen wir nicht. Aber... Wir müssen uns auf jeden Fall irgendeine Möglichkeit raussuchen, um an Essen zu kommen. Ach, die Sonne scheint mal. Ach, wie toll. Schön. Schön, schön, schön. So, lass uns mal ein Bettchen machen. Platzierbares Möbel, Schlafzimmer, Bett. There you have it. There you have it. The bed. Direkt hier auf der Tür? Nee, ne? Wir wollen... Wir können hier eigentlich schlafen. Das ist eigentlich ganz cool am Fensterchen. Warte. So. Cool. Dafür brauchen wir wieder Bretter. Und davon haben wir jetzt ja zum Glück ein paar aufgespart. Ich weiß nicht genau, wie viele waren das jetzt? Ich glaube 8 oder 6. 6 oder 8. Perfekt. So, dann können wir das... Oh, warte mal. Rechte Maustaste. Spawnpunkt erstellen. Spawnpunkt aktiviert. Oh. Ich wollte gar nicht schlafen. Ich wollte nicht schlafen, aber ist egal. Ein bisschen haben wir jetzt gerade gepennt. Das heißt, wir haben wieder ein bisschen Energie. Wunderbar. Das Häuschen steht fürs Erste. Da oben ist jetzt ein bisschen... Ich weiß nicht, wie komme ich an den Holzscheit jetzt ran? Ah ja, so. Okay. Cool. Machen wir Bretter draus. Wunderbar. Wir haben... wir brauchen ein bisschen Wasser. Das heißt, wir gehen uns nochmal ganz kurz ein bisschen Wasser hier aus dem Fluss holen. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Ich glaube, es war eine ganz gute Entscheidung, hier direkt am Wasser zu bauen. Das ist an sich kein richtig tiefer Fluss oder kein richtig tiefer See. Die Viecher können da drin auch laufen. Das Hühnchen da vorne oder was auch immer es ist, läuft da auch drin rum. Das ist, ja, das ist jetzt nicht mega, mega der See oder mega... Das sagst du, oh, offenes Wasser, offene See. Mensch, da hast du dir ja richtig gegönnt. Nee, das ist es nicht. Aber das ist okay. Ich finde den Ort, wo wir hier fürs Erste gebaut haben, eigentlich erstmal ganz nice. Wir holen uns nochmal Wasser. Wir lassen gleich zweimal Wasser durchlaufen. Ich glaube, das ist an sich eine ganz gute Idee. Dann haben wir da ein bisschen Wasser vorrat. Ich weiß nicht, ob das Wasser irgendwann verblubbert. Und dann haben wir keins mehr. Das kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Weiß ich nicht. Aber wir packen nochmal ein bisschen was rein. Und dann holen wir uns ein bisschen... Warte mal, Rucksack. Einmal teilen, genau. Halbieren. Achso, aber wir können es auch einfach halbieren. Das geht natürlich auch. Hier geht leider nicht nochmal. Dann packen wir das einfach rein, komm. Wobei, nee, will ich eigentlich nicht. Ich hole mal kurz das Auto. Das muss ja nicht... Das muss ja nicht hier vorne rumstehen. Wir haben ja doch eine kleine Kiste da drauf. So. Dann können wir nämlich mal ganz kurz hier das Kevlar dazwischen lagern und das Plastik auch mal hier reinpacken. Dann können wir das hier nämlich nochmal halbieren. So. Und dann können wir nämlich hier nochmal ans Feuer gehen. Ein bisschen was von dem Halbierten dahin. Feuerzeug. Und dann kann das Wasser dann so ein bisschen... Ich glaube, man kann das Feuer nicht ausmachen. Man kann es nur löschen oder zum... Oder man kann es bewegen. Okay, man kann Gebäudeteile bewegen. Das ist sehr, sehr geil. Das finde ich cool. Pass auf. Wir brauchen eine Kiste. Wir brauchen eine Kiste. Okay, man kann Geschenke machen. Okay, what the fuck. Möbel. Beleuchtung haben wir hier. Eine Feuerschale. Eisenbrocken und Pflanzenfasern. Ja, wow. Hier können wir noch Holzbanken machen. Esszimmer, Wohnzimmer, Badezimmer, Küche. Man kann ein Scheißhaus bauen. Alles klar. Schlafzimmer. Lager. Hier, guck mal. Lagerbehälter. Brauchen wir 8 Bretter für. Hier gibt es auch Steinkisten und Kupferbarrenregale. Gut, wir wollen es aber nicht übertreiben. Ich glaube, wir nehmen erstmal normale Kiste. Ich
glaube, eine normale Kiste tut's erstmal. Vielleicht auch zwei. Aber wir sollten uns erstmal mit zwei Kisten zufrieden geben. Dafür brauchen wir halt leider auch wieder Bretter, aber gut. So, warte. So. Okay, wir brauchen insgesamt wieder 16 Bretter, das heißt für uns Holz hacken gehen. Natürlich. Ich nehme, glaube ich, gleich mal den großen Baum da vorne. Oder gehen wir erstmal hier drüben die Bäume nehmen? Nee, lass uns lieber in diese Richtung gehen. Kann sein, dass wir auf jeden Fall gleich eine neue Holzaxt brauchen, aber ja, das ist halt so. Wir können auch gleich mal hier auf den Stein hochklettern und mal gucken, uns hier mal so ein bisschen umgucken, mal so ein bisschen die Umgebung scannen, was es hier so gibt. Ich würde auf jeden Fall gleich auch gerne nochmal auf die Map gucken, um einfach mal zu checken, was wir hier so noch in der Nähe haben. Lass uns erstmal ein bisschen Bretter machen, schaffen das ganze Zeug von links nach rechts. Zack, 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 zack. Und eine Säge wäre auf jeden Fall geil, wo man ein bisschen mehr Sachen reinpacken könnte. Das wäre cool. Aber ich glaube, sowas in der Art gibt es hier gerade noch nicht. Beziehungsweise für uns wahrscheinlich einfach noch nicht. Wir studieren gleich nochmal ein bisschen die Möglichkeiten, die wir hier so haben. Während wir jetzt hier eh darauf warten, dass das Ding fertig wird, können wir das ruhig mal machen. So, wir haben das schmutzige Wasser hier. Pass auf, dann können wir nämlich einmal hier zack auffüllen. Das können wir einmal leer süffeln und dann können wir es gleich nochmal auffüllen. Siehst du mal. Richtig nice. Ja, wie gesagt, das Feuer kannst du halt leider nicht ausmachen. Das ist schade. Oder ist löschen, bedeutet löschen, dass du das Feuer löschst. Aber da steht entfernen. Deswegen, ich bin da jetzt vorsichtig, ehrlich gesagt. Ich mach das jetzt mal nicht. Kein Bock, dass das Feuer dann hier weg ist. Will ich ehrlich gesagt nicht. Okay, pass auf. Folgender Plan. Das können wir erstmal wieder stacken. Folgender Plan. Wir... Was wollte ich denn jetzt gucken? Ach ja, ich wollte auf der Map nochmal ein bisschen rumgucken, genau. Gibt es hier irgendwie... Hier gibt es bestimmt Städte. Ich könnte mir vorstellen, dass die grünen Punkte, die man hier auf der Map sieht... Ich könnte mir vorstellen, dass die grünen Punkte, die man auf der Map sieht... dass das gegebenenfalls irgendwelche Städte oder irgendwas sind, irgendwelche Dinge. Jetzt hör doch mal auf rumzugähnen, Bruder. Jetzt entspann dich halt mal. Oh nein, wir haben keinen Platz im Rucksack. Okay, wir laufen zwar langsam, aber wir können noch springen. Das ist gut. So, hinzufügen vom Material. Wunderbar. Ja, jetzt haben wir noch zwei Holzbretter zu viel. Aber die können wir gleich wieder... Die können wir gleich wieder hier wegpacken. Holzscheite können wir da auch erstmal draufpacken. Und dann haben wir erstmal eine kleine Kiste, wo wir ein bisschen Stuff unterbringen können. Zwei Stück, um genau zu sein. Das heißt, hier können wir zum Beispiel die Pflanzenfasern mal reinpacken. Kann man die irgendwie schnell rüber tun? Ah ja, rechte Maustaste und Shift. Wunderbar. Da tun wir auch das Rindenmulch rein und die Kürbisseeds, die Steine packen wir da mal rein. Das ist ganz okay, glaube ich. Ansonsten hier haben wir erstmal nicht viel. Was war denn das? Das war ein Hirsch. Oder? Da vorne. Da vorne läuft ein Hirsch durch die Gegend. Und ich denke mir nur so, ich glaube, ich hör's nicht richtig. Gott. Also, okay, die Bretter kriegt man hier leider nicht rein. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber den Benzinkanister kriegen wir hier rein. Die Schrauben kriegen wir hier rein. Wir haben auch noch Sachen in unserem ATV, ne? Ja, genau. Alles nehmen geht wahrscheinlich. Okay, never mind. Alles nehmen geht. Wunderbar. Dann packen wir hier mal neben den Benzinkanister noch das Plastik. Wir packen das Kevlar hier rein. Den Stock nicht, aber das Kabel packen wir hier mit rein. Die Schrauben packen wir hier mit rein. Ich weiß nicht, wofür wir eine Ölkanne brauchen, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall packen wir sie erstmal mit rein. Die Bretter, wo können wir die denn mal zwischenlagern? Nirgendwo wahrscheinlich, ne? Kann man hier irgendwo Stapel hinlegen? Geht das irgendwie? Okay, man kann die Sachen scheinbar nur fallen lassen, oder was? Zerstören. Ja, nee. Nee, zerstören will ich das nicht. Aber dann lege ich die Bretter einfach mal hier daneben. So, hier hin. Ja, ich schmeiß die einfach mal hier hin. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich die sonst hinpacken soll. Ich habe keine Ahnung. Okay, der ATV ist ansonsten leer. Den Stock können wir auch erstmal runterfallen lassen eigentlich.
Lassen wir mal fallen. Warte, hier, zack, weg mit dem Stock. Was können wir mit dem noch machen? Zerstören. Wie sieht das dann aus? Egal. Okay. Lass uns mal ganz kurz die Möglichkeiten checken, die wir hier haben. Beziehungsweise, was wir jetzt so als nächstes machen könnten. In der Gegenstandspedia, was haben wir denn hier noch? Wir haben hier ein Verbesserungswerkzeug. Wird für die Verbesserung von Konstruktion und zum Verlegen von Kabeln verwendet. Okay, da brauchen wir Eisen für, haben wir nicht. Oh, wir haben Hunger, ne? Oder was? Jo, wir haben Hunger. Pass auf, wir hallern uns mal die Rindergulasch hier rein. So. Und schon geht's uns wieder ganz gut. Wir speichern mal. So, wir waren bei den Gegenständen. Hier können wir natürlich erstmal noch nichts machen, das ist klar. Hier gibt's ein Schild. Ein Rucksack. Okay, wir brauchen Krokodilhaut und Seile. Krokodilhaut, alles klar. Da bin ich ja erstmal raus. Da bin ich ja erstmal hart raus. Betäubungspfeil. Knochenpfeil. Ich glaube, das Beste, was wir jetzt erstmal machen können, ist tatsächlich losfahren und ein bisschen looten, oder? Vielleicht ein bisschen losfahren, erkunden, einfach mal umgucken? Was war das? Und wir gerade von irgendwas angegriffen? Wir haben aber keinen Held verloren, ne? Ich habe keine Ahnung, was das war. Das klang wie ein Pfeil oder sowas. Oh, dieses Viech da vorne wäre natürlich nice, ne? Aber ohne Bogen werden wir das niemals kriegen und mit unserem Holzpfeil, mit unserem Holzspeer werden wir den auch nicht one-shotten, denke ich mal, ne? Okay, lass mal die Tür hier zumachen. Wir haben was zu trinken dabei, richtig? Jo. Lass doch einfach mal nochmal speichern. Wo könnten wir denn mal hingehen? Okay, hier ist eine Höhle. Will ich da rein? Nein. Werden wir da irgendwann rein müssen? Ja, mit Sicherheit. Will ich da jetzt rein? Nein. Interessant wäre es, wenn wir hier unten mal hinfahren. Das ist zwar ein ziemlich langer Weg zurück, aber das ist eine Möglichkeit zu looten, relativ nah am Spawnpunkt. Also irgendwas in meinem Kopf sagt mir, es ist eine gute Idee, da hinzugehen, weil es da vielleicht nicht so brutal ist. Ich kann mich natürlich auch täuschen, werde ich wahrscheinlich auch. Und wir werden da wahrscheinlich richtig fett auf die Fresse kriegen. Was ist das? Mais! Ah! Ernten. Warte. Aufgabe erledigt, finde Kohlehydrate. Ach ja, wir haben ja Aufgaben, richtig, da war ja was. Steinaxt und eine Steinklinge sollen wir machen. Steinspitzhacke. Wasser haben wir ja schon gemacht. Ah, wir können ein Wasserbecken machen und es im Freien hinstellen für Regenwasser. Ach so. Okay, keiner hat gesagt, wir müssen nach dem Tutorial spielen. Keiner hat das gesagt. Was ich mich frage ist, hat unser ATV eigentlich Benzin? Also müssen wir das irgendwann auffüllen? Das frage ich mich ehrlich gesagt. Hat unser ATV Benzin und müssen wir es irgendwann auffüllen? Ich finde, das ist eine absolut berechtigte Frage. Wenn ich diese so stelle. Hm.
Ich weiß ja nicht, ne? Okay, wo sind wir gerade? Nee, sind noch nicht an der Stelle, wo wir dann abbiegen müssen. Wir fahren weiter. Die nächste Biegung müsste es dann sein. Dann schauen wir einfach mal, was es da so gibt. Dann hätten wir auch mal einen grünen Punkt da abgeklappert und einfach mal geschaut. Ich meine, irgendwas muss es da ja geben, ne? Irgendwas muss es da ja geben an diesen grünen Punkten. Wie gesagt, für mich ist es am oh, das mit dem Wasserfall hier ist halt immer noch cool da hinten, ne? Oh, hier wäre halt auch richtig geil. Da hinten mit dem Wasserfall, das ist mega cool. Ich sag mal, für mich wäre es schon irgendwie am sinnvollsten, wenn es an diesem Punkt, wo wir dort, den wir dort gefunden haben, oder wenn es an diesem grünen Punkt, ist noch ein ganzes Stück, wenn es an diesem grünen Punkt am Ende des Tages irgendwas gibt. Ey, ich hoffe, da unten diese Anzeige unter unserer Dingsanzeige, das ist nicht die Benzinanzeige von diesem Fahrzeug hier, ne? Nee, ist es nicht. Okay. Ich weiß nicht, wo hier eine Benzinanzeige sein soll. Ich habe noch keine gesehen, ehrlich gesagt. Ich rede mir jetzt einfach mal ein, dass man hier kein Benzin braucht. Und wahrscheinlich liege ich vollkommen falsch damit. Scheiße. Ich denke eher mal, dass das Sonnenschutz ist, ne? Könnte ich mir vorstellen. Der geht aber sehr schnell runter. So, hier müssen wir rein. Moin. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt, was uns hier erwartet. Okay, hier ist eine Straßensperre. Hier wäre es aber auch schön gewesen, ne? Hier ist aber auch ganz angenehm, ne? Oh, wir haben ein Ei gefunden. Und Kohle. Cool. Ja, wie gesagt, hier ist halt eine Straßensperre, ne? Ist das jetzt gut, dass hier eine Straßensperre ist? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da kommt ein Haus. Und da vorne läuft jemand. Okay, da vorne laufen mehrere. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, die laufen nicht so, dass sie uns mögen. Die patrouillieren mehr oder weniger. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Wir sollten hier nicht sein. Glaube ich, geht das wieder hoch, wenn wir uns in den Schatten stellen eigentlich? Jo, tatsächlich. Okay, dann lassen wir das gerade mal ein bisschen aufladen. Wir sollten hier nicht sein. Glaube ich. Ich glaube, das ist keine gute Idee, jetzt gegen die... Ich glaube, es ist keine gute Idee, jetzt gegen die in den Kampf zu gehen, ne? Ich glaube nicht, dass wir das machen sollten. Ich meine, wir könnten speichern und uns probieren, aber ich glaube nicht, dass es von Erfolg gekrönt ist. So mit einem einzigen Holzspeer brauchen wir gegen die, glaube ich, nicht in den Kampf gehen. Bin ich ganz ehrlich zu euch, ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Wir sollten das nicht machen. Das ist nicht schlau. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das NPCs sind. Dafür laufen die zu komisch. Und wie gesagt, die patrouillieren auch. Also hier gibt es tatsächlich so Eingeborene oder ein... Ja doch, Eingeborene kann man sagen. Die hier ihr Unwesen treiben. Ich habe in den Videos noch nie was gesehen. Aber ich habe natürlich die Rezensionen auf Steam gelesen und ich habe natürlich auch die Bilder auf Steam gesehen. Wir sollten die nicht angreifen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich würde an sich gerne das Auto looten, was da vorne noch steht, aber das machen wir vielleicht auch lieber nicht. Wir sollten denen nicht zu nahe kommen.
Wir sammeln jetzt hier noch ein bisschen Stein. Was ist das? Eine Blume? Brauchen wir nicht. Ich gucke mich hier nochmal ein bisschen am Rand um und dann werden wir wieder, dann werden wir abhauen, weil... Ich habe keine Lust auf die. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich glaube, die sind eine Nummer zu groß für uns. Wir können aber hier mal an den Felsen gucken, was es hier vielleicht noch so gibt. Ich hoffe natürlich... Auch hier wieder nichts, was uns angreift. Guck dir mal das an. Oh mein Gott, wie cool ist das denn bitte? Boah. Alter. Oh, wie schön das aussieht. Wow. Boah, hier vor einfach eine Butze bauen, ne? Das wäre eigentlich auch ziemlich geil gewesen. Boah. Okay, wir kommen... Doch, wir kommen rein. Ob man auch hier hätte seine Bude bauen können? Sieht schon echt hübsch aus, ne? Schon ein bisschen cool. Sehr, sehr geil. Ja, leider können wir hier aber auch nicht viel machen. Ich würde sagen, komm, wir gehen wieder nach Hause. Wir gehen wieder nach Hause, wir haben ein bisschen was gesehen. Wir müssten auf jeden Fall auch nach Hause, bevor es dunkel wird. Wir haben jetzt 4 Uhr, also 16 Uhr, das heißt, es wird wahrscheinlich bald wieder dunkel werden. Das heißt, wir müssen nach Hause, wir müssen auf jeden Fall mal die Nacht schlafen. Wir haben ja eine Nacht übersprungen quasi, da waren wir wach. Wir sollten nicht noch eine Nacht wach bleiben. Wir müssen dringend mal pennen. Da ist ein Huhn gerannt, habt ihr gesehen? Hätten wir einen Betäubungspfeil, hätten wir das Huhn wegklatschen können. Haben wir aber leider nicht. Wir sind ziemlich arme Schlucker. Ja, wie gesagt, da vorne zu dem Haus möchte ich nicht. Ich habe Angst, die werden uns wahrscheinlich auseinanderprügeln. Dementsprechend, wir drehen um, wir ziehen uns zurück. Wir werden auf jeden Fall wiederkommen. Wir machen vielleicht dann doch erstmal so ein paar Tutorial-Aufgaben noch. Und schauen wir, dass wir uns auf jeden Fall vielleicht erstmal ausrüsten. Ich glaube, das wäre das Wichtigste. Weil mit einem Holzpfeil brauchst du denen halt, glaube ich, nicht gegenüberstehen. Warum lag da eine tote Taube jetzt? Wer ist dafür verantwortlich, dass da eine tote Taube lag? Hä? Woher kommt die tote Taube auf einmal? Warte mal, den Kürbis können wir aber gerade mal noch wegernten. Zack, den gönnen wir uns. Kriegen wir ein bisschen Kürbis-Seeds, das ist ganz nice. Können wir mitnehmen, vielleicht können wir ein Beet zu Hause bauen und uns da ein geiles Kürbisbeet machen oder so. Fahren wir jetzt richtig? Ja. Können wir uns vielleicht ein geiles Kürbisbeet oder sowas machen? Ich glaube, Kürbisse, wenn ich das richtig gesehen habe, kann man auch essen. Das ist ziemlich nice. Ja, und ansonsten, wie gesagt, gehen wir lieber erstmal nach Hause und rüsten uns noch ein bisschen aus. Vielleicht können wir uns ein Schild machen, vielleicht irgendeine kleine Waffe oder sowas. Eine Schusswaffe wahrscheinlich erstmal nicht, aber vielleicht wenigstens ein Steinspeer oder irgendwas. Oder, ja gut, doch Stein haben wir, glaube ich, schon, ne? Ja, ich glaube, einen Steinspeer haben wir schon, aber vielleicht wenigstens noch irgendein kleines Rüstungsteil oder irgendwas. Dafür werden wir jagen müssen. Das heißt, wir konzentrieren uns vielleicht jetzt dann in der nächsten Folge nochmal so ein bisschen auf die Tutorial-Aufgaben. Da stand ja auch noch sowas wie Jagen und sowas mit drin. Das sollten wir auf jeden Fall vielleicht erstmal beherzigen. Und ich glaube, wenn wir die Tutorial-Aufgaben einigermaßen abgeschlossen haben, dann können wir da auf jeden Fall auch nochmal zurückkehren. Wie gesagt, ich meine, es kann auch sein, dass das vielleicht NPCs sind, ne? Die eigentlich gar nicht so böse sind und nur auf uns warten, damit wir sie irgendwie mitnehmen oder was weiß ich. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Die sind für NPCs, sind die irgendwie komisch gelaufen. Ich glaube nicht, dass die Gutes im Schilde führen. Warte mal, wo müssen wir lang? Links rum. Ja, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Die sahen etwas größer und etwas schlecht gelaunter aus als normale NPC.
Und das, was ich gesehen habe, waren zwei, könnten aber halt auch noch mehr sein. Ne? Du weißt natürlich nicht, was im Raum noch los ist. Aber wir haben das ja immer so gehalten. Wir sind ja auch bei Mist am Anfang, habe ich versucht, Zombies zu meiden. Ja, irgendwann hat man dann den Flammenwerfer und dann war es auch egal, ne? Also, ja. Wir werden schon noch früh genug kämpfen gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Oh, hier ist scheiß Wetter, guck mal. Ja, wir müssen auf jeden Fall gleich mal pennen. Dass der mal aufhört, hier rumzuheulen, das kannst du dir ja nicht anhören. So. Okay, einmal parken. Zack. Und dann sind wir wieder zu Hause. Wunderprächtig. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns noch so ein bisschen um die Tutorial-Aufgaben. Steinklinge, Steinaxt haben wir zwar schon gemacht, machen wir natürlich nochmal. Eine Steinspitzhacke müssen wir machen, die machen wir uns auf jeden Fall auch mal. Dann können wir vielleicht ein bisschen Stein hacken gehen, das wäre eigentlich auch ganz cool. Wasser müssen wir uns nochmal drum kümmern und eine Schmiede bauen, Eisenbarren herstellen, Technologieseite. Ja, Eisenbarren müssen wir mal schauen, wo wir das herbekommen. Vielleicht können wir irgendwo Eisen hacken gehen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es Eisen vielleicht nur in den Höhlen gibt. Eigentlich möchte ich ungern in Höhlen rein, aber am Ende des Tages werden wir es wahrscheinlich nicht verhindern können. Ja, schauen wir mal. Ne? Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. 17 Uhr, wenn es weitergeht. Mit einem weiteren Ründchen. Es fängt schon wieder an zu regnen. Gibt's nicht. Ein weiteres Ründchen, The Infected. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein und bis dann.